Wir starten jetzt den Motor. Drive Mode. Zündung. Piep. Okay. Und go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Sommercar. In der letzten Folge haben wir ja den Motor erfolgreich eingebaut und die Teile zusammen an den Motor verbunden erfolgreich. Und was ist das denn? Warum ist denn das schon wieder krumm? Oh, ich sehe schon, die Meshef-Datei muss mal wieder dran glauben. Die muss ich mal wieder weglöschen. Dann ist dieser Defekt an unserem Fahrzeug auch wieder weg. Aber das soll uns heute nicht stören, denn heute steht an, dass wir unser Fahrzeug wieder befüllen. Kühlmittel, Öl, Bremsflüssigkeit. Und dann werden wir testen, ob unser Fahrzeug endlich ordnungsgemäß einsatzbereit ist. Ich hoffe es. Drückt mir die Daumen. So, du bleibst offen. Wir brauchen Öl. Diese Fußtritte. Ich muss mich dran gewöhnen. So, einmal Öl. Bremsflüssigkeit brauchen wir, glaube ich, viel. So. Kühlmittel. Zack. Und ein Haufen. Also mindestens zwei, wenn ich sogar. Was ist das denn? Im Radkasten. Nice. Ja, mindestens zwei, wenn ich sogar drei Flaschen Bremsmittel. Flüssigkeit. Zack, komm her. Das ganze Auto voll. Durch irgendeinen Bug ist es ja durch die, aus unserer Garage bis in den Supermarkt geflogen. Ich weiß nicht. Oder weiß immer noch nicht, woran das lag. Es gab, glaube ich, ein Update, aber ob das damit zusammenhängt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber man wird ja ab und. Was poltert denn hier ständig? Man wird ja ab und zu mal, wenn man ein Fahrzeug betreten will, auch hochgeschleudert. Komisch manchmal. So. Und jetzt einmal schrauben. Das Geräusch gibt es nicht mehr. Okay, doch jetzt. Dann können wir das gleich so anheben. Vielleicht passt das doch so. Zack. Jetzt müssen wir natürlich wieder den richtigen Winkel finden. Da. Nein. Na. Also das Befüllen, das jetzt. Müssten wir eventuell auch mal ein bisschen noch einfacher machen. Komm, das sind 10 Liter. Das wird wohl reichen, oder? Und dann hoffen wir mal, dass das Auto anspringt und ordentlich fährt. Nein. Schon alle? Nein. Wollte schon sagen, da sind 10 Liter drin. Jetzt geht's weiter. Jetzt ist er voll. Und hier haben wir auch noch was drin. Sehr schön. Das stellen wir einfach mal hier hin. So. Kappe da drauf. Das müsst ihr quasi dann, wenn ihr jetzt schon in den Motor laufen. Ach ja, der Kühlkreislauf. So. Wir nehmen einmal das Öl. Zack. Drehen. Reicht nicht. Vielleicht von vorne. Ja. Oder auch nicht. Müssen wir das hier dun reinstoppen hier ins Loch. Zack. Müsste automatisch fließen. Ach. Entwickler von My Summer Car. Soweit ich weiß, es ist einer. Bitte kümmert euch um die Einfüllung der Flüssigkeiten, dass das einfacher geht. Ist echt kompliziert. Kann ja nicht so schwer sein, wenn ich der Trichter, also die Öffnung der Ölflasche ist drüber.
müsste da dann automatisch gleich. Ihr macht mich arm, ehrlich. Zack. Müsste schräg sein, höher sein. Jetzt läuft's. Muss man einen richtigen Winkel finden. Sehr nice. Ich glaube, wir haben noch ein was vergessen. Die ganzen Zündverteiler da hinten festzuschrauben. Die Schraube guckt raus. Das müssen wir natürlich noch machen. Wie sind hier eigentlich drin? Im guten 10W40, ich weiß es nicht. 5 Liter bestimmt. So, Öl ist nachgefüllt. Gut, steht aber auch nichts drauf. Ist auch noch was drin. Nice. So. Zack. Jetzt heißt, ich hänge hier am Auto. Mensch, was ist denn das? Machen das hier mal einzeln. Sonst kann man nicht feststellen, wo was drin ist. Und wo noch was fehlt. Zack. Winkel. Ging es wieder weg. Was denn das? Oh, das geht schnell. Warum läuft das aus? So, leg das mal hier hin. Da ist noch was drin. Wir testen das jetzt nochmal. Nicht zuschrauben. Es geht immer ein Stück weg. Aber jetzt scheint es voll zu sein. Ja, natürlich blöd, wenn die Bremsen versagen würden, na? Am Anfang bei der Neubefüllung rutscht das ja alles immer erstmal ein bisschen nach. Nee, zack. Nee. Ach, Kinders. Soll ich schon voll sein? Zurück, zurück. Okay, zeigt an, dass es voll ist. Wo musste ich sonst immer bei allen was reinfüllen? Bleib stehen. Das brauche ich schon die ganze Zeit. Es dreht sich bloß nicht mehr. Oh Mann. So, lass mir den Rahmen auch voll. Wird zumindest als voll angezeigt. So, scheint voll zu sein. Okay, warum mussten wir dann die ersten Male überall was reinfüllen und haben dann den Haufen gebraucht? Vielleicht ist es ja noch vom letzten Mal. Weiß gar nicht so, wie die Schläuche jetzt lang gehen. Kann natürlich auch sein, okay. Wir brauchen nochmal den Schraubenschlüsselsatz. Oder den Ratschenschlüsselsatz nutzen wir jetzt. So, hier hin. Werkzeugmodus, wir nehmen mal die 3. Seht ihr das hier? Die Schrauben haben wir vergessen. Darf natürlich nicht sein. Zack. Nein. Die 4 vielleicht. Jawohl. So, müssen wir umschalten, glaube ich, noch. Ja. So, dann ist das nämlich auch befestigt. Schrauben hatten wir ja alles befestigt. Da unten die Kolben auch. Das ist alles fest. Keilriemen sollte richtig eingestellt sein. So, dann würde ich sagen, ach komm, bevor Motorhaube können wir dann immer noch reinsetzen. Wir starten jetzt den Motor. Drive Mode. Zündung. Piep. Okay. Und go. Kello 5:50 seuraa säätiedotus merelle. What the hell? Kovan tuulen varoin. Merenkurkkuja perämeli. Etelän puolesta tuulta. Geht das Radio automatisch an, oder was? Nee, ich wollte eigentlich kein Radio haben. Mit mir. Danke. Halleluja. So, Benzin ist voll.
Laufen tut er. Quietschen des Keilriems ist auch nicht da. Also das ist alles richtig eingestellt. Oh Mann. Der Zahnkopf funktioniert auch. Batterie funktioniert auch. Ölanzeige funktioniert auch. Mal hier eine. Und hier. So, das ist bestimmt der Ölstand, denke ich mal. Dieses Gerät, das ist ja für die Einstellung, glaube ich, vom... Oh, schieß mich heute, komme jetzt nicht drauf. Das muss im grünen Bereich sein, glaube ich. Gelb ist, glaube ich, nicht so gut. Also ich weiß nicht, was knallt denn hier jedes Mal. Er läuft erstmal. Achso, ist angezogen. Entschuldigung, hab ich gar nicht gesehen. Er läuft erstmal. Aber ich habe irgendwie Angst, wenn ich jetzt... jetzt rumfahre, dass der wieder in Arsch geht. Was macht man jetzt? Eigentlich wollte ich eine Probefahrt machen. Und wisst ihr was, das werden wir auch. So, wir hauen die Motorhaube drauf. Fahren wir hier eine Runde. Zack. Nein. Ach, come on. Fahren eine Runde. Dann haben wir das auf jeden Fall mal. Und dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare. Zack. Dann nehme ich einfach nur Stifte rein. Schreibt mir in die Kommentare, was es mit dieser Anzeige auf sich hat hier vorne. Die ich hier vorne links habe. Entschuldigung. Ah, reinquetschen. So, mal näher ranrücken. Sind es bei 11,5. Muss der ja von Anfang an im grünen Bereich sein oder wandert der noch? Das ist die Frage. Und kann man so damit das Auto fahren, ohne dass es kaputt geht? Oder sollte man das Auto stehen lassen? Und ja, quasi so weit an dem Motor noch rumwerken, bis das hier, wenn man den Motor anmacht, im grünen Bereich ist. Das wäre nett, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Ich kenne mich da absolut nicht aus. Und wenn man da wirklich, ich glaube, Vergaser einstellen müsste man da. Da müsste ich mich erstmal richtig reinfuchsen, wie das geht. Siehst du, neue Scheibe brauchen wir auch noch. Ja, das würde ich dann machen, wenn es sicher ist, dass das Auto einwandfrei fährt. Der Schnaps macht sich wieder selbstständig. Gehen wir hier rein. Türe zu, brauchen wir nicht. Ich muss den Traktor mal entfernen. Ich möchte ungern über die Gabel mit unserem Auto fahren. So. Drin? Nein, jetzt. Einmal Rückwärtsgang vorsichtig. Und die Türen zu machen. LKW. Müsste passen. Ach, Handbremse. Gehen wir einmal automatisch rein. Das ist sehr schön. Da hat einen Mann geparkt. Raus. Aber er ist gleich beim ersten Mal angesprungen. Immerhin, das ist schon mal positiv. Und ich gleich wieder ausgegangen. Er läuft immer noch. Wir lassen ihn mal warm laufen. Wir gehen noch schon was trinken. Ja, ansonsten würde ich dann sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns erstmal wieder um etwas Geld. Wir haben ja bloß noch 272 Money Marker. Und da haben wir ja noch einige Möglichkeiten. Ich habe ja Feuerholz schon vorbereitet. Das können wir wegschaffen. Und wir müssen uns um den Schnaps kümmern. Der müsste ja auch schon längst fertig sein. Den abfüllen und gleich wieder einen neuen ansetzen. Das war am besten zweimal angesetzten fertigen Schnaps wegschaffen. Ich glaube, so viel zahlt er auch. So, und die Brezzo. Lass mal das machen. Und Feuerholz wegschaffen. Dann sollten wir erstmal wieder ordentlich flüssig, was geldmäßig zumindest angeht, sein. So. Drive Mode, wir können uns anschnallen. Wie war denn das? Irgendwie konnten wir uns anschnallen. Das muss ich im Drive Mode. Jetzt. So, jetzt sind wir angeschnallt, wie ihr seht. Können wir so wieder abschnallen. Sehr schön. Handbremse lösen. Ich bin mal so mutig und. Nee.
Dann machen wir. Ich bin, ja, geht sofort los. Ausgehen tut er auch nicht. Fast im grünen Bereich. Komm, wir fahren jetzt. Mach die Türe zu und zack. Drive Mode. Sitze angeschnallt. Okay, dann, Ladies and Gentlemen, Rückwärtsgang, Handbremse lösen, ist schon gelöst, sehr nice. Wieso haben wir da keinen Rückspiegel? Ich sehe nichts, wo wir hinfahren. Hallo? Was ist jetzt los? Warum kann ich den Rückwärtsgang fahren? Okay. So, gar nicht. Oh mein Gott. Dann wird sich die Fahrt erstmal wieder verschieben. Wir können Gang einlegen, aber wir können nicht fahren. Warum auch immer. Jetzt? Gerade hat er gezuckert. Nein, das wollte ich nicht. Egal, ich will die anderen zu lösen. Zuckern tut er, aber wir können nicht losfahren. Mysteriös. Holy shit, seriously? Warum geht dieses verkackte Radio jedes Mal an, wenn man die Zündung anmacht? Abschnallen, danke. Okay, das gibt eine Herausforderung. Oh mein Gott. Gang können wir einlegen. Ruckeln tut er ein bisschen, aber fahren tut er nicht. Also muss es mehr oder weniger an der Gangschaltung liegen. Die, warum auch immer, nicht funktioniert. Nun gut, das werde ich mir mal genauer anschauen. Vielleicht könnt ihr mir auch Hinweise geben, woran es liegt. Ich schaue mir das mal in Ruhe an. Oder wir schauen uns das am besten mal in der nächsten Folge zusammen an. Da haben wir wenigstens wieder was. Also es geht noch weiter auf Ursachenforschung. Aber es ist immerhin sehr gut, dass das Auto gleich beim ersten Mal angesprungen ist und nicht ausgegangen ist. Es läuft warm, es läuft bis jetzt noch nicht heiß. Das sieht auch sehr gut aus. Sound vom Motor ist auch geil. Das sieht auch mal richtig nice aus. Richtig geil. Und ja, schade, dass es mit der Probefahrt nicht geklappt hat. Aber mit dem Motor anmachen, das hat immerhin funktioniert. Und das Auto läuft, ohne gleich abzukacken. Wie gesagt, warum das Auto nicht fährt und wie das hier ist mit dieser Einstellungssache da. Da waren wir ja jetzt kurz bei... Ja, hier 13,7, das ist ja fast im grünen Bereich. Ob das in Ordnung ist, ob man damit fahren kann oder ob ich da irgendwas noch machen muss. Wisst ihr das? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Für jeden Hinweis und Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Über einen positiven Daumen nach oben würde ich mich wie immer freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es auf die Ursachenforschung geht, warum wir keinen Gang haben. Also Gang kriegen wir rein, aber wir können ihn nicht losfahren. Mein Verdacht ist auf, ja, die Kupplung. Irgendwo irgendwas ist da. Wie gesagt, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Und an dieser Stelle bin ich raus. Vielen Dank, macht's gut und ciao.